Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video werde ich euch erklären, wie das ganze Crafting-System und das ganze Waffensystem in dieser Season funktioniert. Wenn ihr natürlich in Zukunft keine weiteren solche Videos verpassen wollt, lasst ihr auf jeden Fall gerne ein Abo da. Außerdem schaut natürlich gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Dort bin ich zurzeit auch wieder täglich live und tragt natürlich auch gerne meinen Creator-Code Wildcraft im Itemshop ein. In den vorherigen Seasons funktionierte das Ganze ja immer so, dass wir pro Waffe dann immer so ein paar unterschiedliche Varianten hatten. Da war es aber zum Beispiel so, bei einer Air hatten wir 2 Varianten, bei einer Shotgun dann 4 Varianten. Und diese Season ist das halt so geregelt, dass wir für jede Waffe genau 3 Varianten haben und die Varianten sind sozusagen auch immer gleich aufgebaut. Das heißt, wir haben eine Variante, die immer relativ ähnlich ist. Die Grundvariante wäre zum Beispiel in diesem Fall die Makeshift-Variante. Die findet man am häufigsten, ist aber so ziemlich die schlechteste Variante von allen Waffen. Dann haben wir noch die Primal- bzw. halt Uhrzeit-Variante. Das ist dann eine etwas bessere Variante, ist meistens etwas ungenauer, aber dafür macht es immer extrem viel Damage, schießt relativ schnell die ganzen Primal-Waffen. Und dann haben wir noch die Mechanical-Variante von den Waffen und das ist sozusagen die ganz normale Variante, die wir halt auch in der letzten Season schon hatten. So haben wir jetzt nämlich zum Beispiel einmal den Makeshift-Revolver und dagegen ist immer das Primal-Gegenstück, die Primal-Pistol und dann haben wir immer den Makeshift-Shotgun, dazu wäre dann Primal-Shotgun und immer die ganz normale Classic-Pump das Gegenstück und so geht es wie gesagt mit allen Waffen weiter, das heißt mit den ARs, mit den Shotguns, mit den SMGs, mit den Revolvern und am Ende natürlich auch noch mit den Bögen. Wie ich schon angesprochen hatte, sind aber natürlich die Makeshift-Varianten nicht Waffen und man findet sie aber gleichzeitig auch am häufigsten und dafür gibt es jetzt das Crafting-System. Das können wir finden, indem wir einmal ins Inventar gehen und hier in den Crafting-Bereich gehen und dort können wir sehen, dass man von einer Makeshift-Variante auch auf eine Primal-Variante oder einen Revolver oder eben die Mechanical-Variante upgraden kann und dabei geht es eben halt immer so, dass man neben dem Upgrade eben auch noch die Rarity upgradet. Das heißt, wenn man hier eine grüne Grundwaffe hat, kommt danach immer eine blaue Waffe raus. Wenn man eine graue Grundwaffe hat, kommt immer eine grüne Variante raus. Und so weiter eben halt. Und zusätzlich wird das Ganze natürlich immer noch auf den anderen Waffentyp geupgradet. Um das Ganze machen zu können, braucht man neben der Waffe und dem Inventar nur noch gewisse Ressourcen. Und zwar zum einen, um auf den Mechanical-Typ abzugraden, braucht man Mechanical Parts. Und um auf die Primal-Variante abzugraden, braucht man nur Knochen. Diese kann man überall auf der Map finden. So kann man zum Beispiel Knochen bei manchen NPCs, wie zum Beispiel dem hier, kaufen. Kosten eben halt immer 10 Gold. Ansonsten kann man die in unterschiedlichen Städten manchmal finden, häufig wenn irgendwo so Knochen dran gebaut sind, zum Beispiel insbesondere hier eben halt in der neuen Region findet man die sehr, sehr häufig oder ansonsten kann man die auch noch von Tieren bekommen, die laufen ja mittlerweile überall auf der Karte herum, zum Beispiel geben die neuen Wildschweine 2 Knochen, Wölfe und alle anderen Tiere geben eben halt 1 Knochen, also Hühnchen kann man genauso benutzen, um eben halt das Ganze zu finden, natürlich haben Hühnchen die wenigsten AP, deshalb die leichtesten, um die zu farmen. Aber ansonsten geht es, wie gesagt, mit allen Tieren, außer Fröschen. Und wenn man diese gekillt hat, bekommt man immer, wie gesagt, die Knochen in sein Inventar. Die nehmen auch keine normalen Slots weg. Das heißt, man kann die immer zusätzlich stacken, kann davon auch so viele mitnehmen, wie man will. Und damit kann man dann immer craften. Das heißt, wir gehen hier rüber ins Crafting-Menü, wählen dann einmal die Shotgun aus. Und dann können wir hier sehen, dass das Ganze freigeschaltet wurde. Und so können wir immer von einer grünen Makeshift-Variante auf eine Primal-Shotgun upgraden. Das Ganze dauert nur ganz kurz und dann haben wir eben halt, wie gesagt, hier die blaue Variante von der Primal Shotgun. Und wenn wir jetzt einmal wieder ins Crafting-Menü gehen, dann sehen wir, dass wir die nicht mehr upgraden können. Denn man kann immer nur von der Makeshift, also der Tüftler-Variante, auf eine Primal oder eine Mechanical-Variante upgraden und immer nicht zurück upgraden. Genauso kann man übrigens auch nicht bei der Makeshift-Variante bleiben. Das heißt, man kann aus einer grünen Makeshift-Waffe keine blaue machen. Es sei denn, man benutzt immer einen NPC, aber mit dem Crafting-Menü geht das Ganze immer nicht. Ich hatte jetzt bereits schon gezeigt, wie man Knochen bekommt und um jetzt eben halt auf eine Mechanical Variante abzugraden, brauchen wir diese Mechanical Parts und dafür muss man ganz einfach Autos abbauen. Da kann man entweder halt diese ganzen Shot Autos nehmen, die überall rumhängen oder eben halt solche Vans, die überall sind. Aber man kann auch ganz normal einfach Autos abbauen, die eben halt auf der Karte rumstehen. Da sollte man aber am besten versuchen, mit einer SMG raufzuschießen, dann bekommt man nämlich die meisten Mechanical Parts raus und man sollte das Ganze auch relativ schnell farmen können, gerade in Städten wie Sweaty Sands, wo extrem viele Autos rumstehen. Geht das super leicht, da bekommt man das sehr, sehr schnell zusammen und dann kann man eben halt auch, wie gesagt, auf eine Mechanical-Variante upgraden, brauche immer nur 4 Mechanical Parts und auch hiervon und dann kann man sich das Ganze ebenfalls craften. Dadurch kann man zum Beispiel auch von einer blauen Makeshift-Shotgun auch auf eine epische Spaß upgraden, was eben halt auch sehr, sehr praktisch ist und definitiv die Meta für diese Season ist. Und wie ich es am Anfang schon angesprochen hatte, gibt es bei den Bögen auch eine Besonderheit und zwar kann man hier nicht nur ganz normal von den Makeshift-Waffen
zur Primal und zur Mechanical Waffe upgraden, sondern man kann von der Primal Waffe zusätzlich auch noch ein paar Perks machen, wenn der Primal Bogen eben halt auf der blauen Variante ist. Und das funktioniert auch nur auf der blauen Variante. Wenn es in einer anderen Variante ist, geht das Ganze nicht. Und bei den Bögen ist es auch so, dass wir nur die grüne und blaue Variante von den normalen Varianten haben und dann ist, wie gesagt, die epische Variante davon immer diese Special Perked Variante. Im normalen Game gibt es auch vom Mechanical Bow noch solche Varianten, die sind aber in Competitive nicht drin, weil wir immer dafür Granaten oder Shockwaves bräuchten und die gibt es eben halt, wie gesagt, nicht. Dafür kann man aber beim Primal Bow das Ganze normal machen und zwar können wir hier entweder auf einen Flame Bow upgraden oder auf einen Stink Bow upgraden, gerade der Stink Bow extrem nice und dafür brauchen wir eben halt entweder hier einmal, um auf einen Stink Bow upzugraden, diesen neuen Stinkfish oder das neue Stink Item hier und ansonsten, um auf den Flame Bow upzugraden, brauchen wir einen Gaskanister oder einmal eine Glühwürmchenfass. Um jetzt diese Stink Parts zu bekommen, die man ja zum Upgrade braucht, muss man ganz einfach zu den Flüssen schauen, denn hier springen manchmal Frösche herum. Ich glaube, die gibt es nicht an jedem Fluss, aber zum Beispiel, wenn ihr hier unten an der Ecke seid, dort gibt es eine jede Runde Fisch, dort gibt es eine jede Runde Frösche und damit könnt ihr natürlich ganz, ganz easy upgraden und bekommt im Prinzip in jeder Runde dann auch wirklich so einen Bogen. Dafür müsst ihr oder könnt ihr, wie gesagt, auch einen grünen Makeshift Bow benutzen. Den könnt ihr dann ganz einfach auf einen blauen Primal Bow upgraden und mit dem blauen Primal Bow kann man dann, wie gesagt, ganz einfach hier rauf upgraden. Bei diesen Stink Sacks braucht ihr übrigens auch nur einen einzigen, das heißt, ihr müsst nur einen einzigen Frosch auch dafür killen. In dieser Season ist es auch wirklich extrem wichtig, dass das Ganze macht, weil wie gesagt die Makeshift-Waffen sehr, sehr schlecht sind, aber eben halt am häufigsten spawnen. Mechanical-Waffen bekommt man im Prinzip fast gar nicht und das sind so ziemlich die stärksten Waffen. Gerade bei einer AR sollte man auf jeden Fall die Mechanical-Variante mitnehmen und bei einer Shotgun ist ansonsten natürlich auch der Spaß extrem stark. Das Einzige, was sonst noch ganz gut ist, ist zum Beispiel eine Primal Shotgun oder eine Primal SMG. Die beiden sind gut und bei den Bögen ist es eigentlich relativ egal. Der Primal Bow ist eben halt, wenn man den auf die Perk upgrade, also auch, vor allem auf den Stinkbow upgrade, ist extrem stark, aber auch der Mechanical Bow macht 170er Headshots, der ist auf jeden Fall auch extrem gut, da kann man also beide Varianten nehmen. Das Einzige, was ihr wirklich vermeiden solltet, ist die Makeshift-Variante, die macht zum Beispiel beim Bogen wenig Damage, die ist bei der eher ungenau, macht weniger Damage als die Primal-Waffe und ist immer noch, wie gesagt, nochmal ungenauer als die Primal-Waffe. Die Shotgun ist extrem langsam, macht wenig Damage und hat wenig Schüsse im Magazin. In der nächsten Woche werde ich wahrscheinlich auch nochmal ein genaueres Video zu der ganzen Meta in dieser Season machen, denn dort wird ja die Preseason enden und es wird wahrscheinlich ein paar Änderungen geben zu den ganzen Waffen und da werde ich euch dann auch mal alles zeigen, was die stärksten Waffen dann halt sein werden. Aber so auf jeden Fall erstmal als grober Überblick, vor allem wie das Crafting-System funktioniert, das wird eben halt auch auf jeden Fall bestehen bleiben. Aber wie gesagt, wahrscheinlich wird sich noch ein bisschen was an den ganzen Waffen ändern, wie stark die ganzen Waffen sein werden und soweit war es dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Video. Ciao.